Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Stefan Borte, ich bin Chefarzt des Medizinischen Zentrallabors am Klinikum St. Georg Leipzig und ich möchte Ihnen heute kurz demonstrieren, wie man einen Antigen-Schnelltest, den man vor Ort auswerten kann, für das Coronavirus SARS-CoV-2 fachgerecht durchführt. Wir haben Ihnen hier einmal vorbereitet die nötigen Materialien, sowohl für die Schutzausrüstung als auch für die Durchführung des Tests. Kommen wir erstmal zur Schutzausrüstung. Sie sollten immer davon ausgehen, dass der zu Untersuchende, der Proband, das Virus tatsächlich auch trägt, infektiös ist. Daher müssen Sie sich schützen. Sie führen die Abnahme bitte durch unter Tragen von Handschuhen. Sie setzen bitte zumindest eine Maske nach dem Standard FFP2 auf. Weiterhin eine Schutzbrille, sofern Sie nicht Brillenträger sind, und verkitteln sich mit einem Einmalkittel, den Sie nach der Entnahme wieder wechseln. Für die eigentliche Testdurchführung verwenden Sie einen vom Bundesministerium für Arzneimittel zugelassenen Schnelltest. Diese Tests sind üblicherweise über die Apotheken verfügbar und gelistet und können entsprechend der jeweiligen Benutzungshinweise sachgerecht verwendet werden. In diesem Fall zeigen wir Ihnen den typischen Aufbau des Testinhaltes. Sie haben zum einen einen Abstrichtupfer, das ist im Üblichen so ein Bürstensystem, eine flexible Bürste, die Sie für die Materialentnahme einsetzen können. Alle Materialien sind zunächst steril verpackt. Sie haben zudem eine Testkassette. Und diese Testkassette ist mit zwei unterschiedlichen Feldern bestückt. Das untere Feld im Üblichen ist ein Auftragungsfeld für die Probe, häufig mit Probe oder Sample, hier mit S beschriftet, und ein Ablesefeld im oberen Bereich der Testkassette, worauf noch einmal zwei unterschiedliche Bereiche markiert sind. Bei unserem Test hier wird der Bereich oben mit C so viel wie Kontrolle, Control bezeichnet, und der untere Bereich ist mein eigentlicher Test, mein Target, der Nachweis des Coronavirus. Zudem enthalten diese Testkits auch noch weitere Verbrauchsmaterialien und Reagenzien. Zum einen üblicherweise kleinere Röhrchen, die Sie in so einen Halter auch einspannen können. Eine Reagenz, mit der Sie das auf dem Tupfer gewonnene und aufgetragene Probenmaterial in diesem Röhrchen auflösen können. Und nachdem dies geschehen ist, noch so ein Verschluss mit einem Filteranteil, den Sie auf dieses Röhrchen aufsetzen können. Wir würden Ihnen im nächsten Teil nun einmal demonstrieren, wie eine Entnahme im stehenden oder sitzenden Zustand bei einem Probanden durchgeführt werden kann. Für die Durchführung des Antigen-Schnelltests auf Vorliegen einer Coronavirus-SARS-CoV-2-Infektion würden Sie bei Patienten, Probanden, die sich aufrecht hinstellen können, sich seitlich dazu positionieren, um bei eventuellem Husten oder einem Würgereiz nicht direkt im Bereich zu stehen, der die Übertragung von Aerosolen erlaubt. Sie würden in jedem Fall eine ausreichende eigene persönliche Schutzausrüstung tragen, bestehend aus den besprochenen Kittel, einer Maske und Handschuhen. Wenn Sie neben dem Patienten sind, würden Sie Ihr Vorgehen zunächst kurz erklären. Sie bitten den Patienten, die Maske nur über die Nase abzunehmen, den Mund bedeckt zu lassen, den Kopf leicht in den Nacken zu legen, und Sie erläutern, dass Sie mit dem Abstrichtupfer in kreisenden Bewegungen durch die Nase bis in den Rachen vorwärts gehen und dies in einer flüssigen, einmaligen Bewegung durchführen. Bitte einmal den Mundschutz unterhalb der Nase nehmen und den Kopf leicht in den Nacken legen. Sie gehen in einer flüssigen Bewegung bis einmal in den Rachen, gehen wieder raus mit dem Tupfer und entfernen diesen. Nach der Materialentnahme beginnen Sie unverzüglich mit der weiteren Testdurchführung. Hierzu müssen Sie üblicherweise eine Extraktionslösung in die vorbereiteten Röhrchen einträufeln. In diesem Fall sind es 10 Tropfen. In die dann der Entnahmebürstentupfer eingetaucht wird und letztlich durch mechanische Bewegungen in Lösung gebracht wird. Es empfiehlt sich hier tatsächlich mehrfach mit der Hand seitlich Druck aufzubauen, den Tupfer dabei zu bewegen, auf und abwärts. Diese Prozedur kann im Allgemeinen bis zu einer halben Minute dauern. Wenn Sie mit dieser Prozedur fertig sind, empfehle ich Ihnen, das Röhrchen tatsächlich zusammenzudrücken und den Tupfer unter diesem leichten Druck zu entfernen.
Dieser Tupfer muss als vermutlich infektiöses Material entsorgt werden. Sie setzen nun auf diesem kleinen Röhrchen oben den Verschluss auf und können unmittelbar zur Durchführung des Tests auf der Testkassette schreiten. Hierzu muss das Material auf die Auftragungsstelle aufgetragen werden. Zur Durchführung des Antigen-Schnelltests tragen Sie nun in das entsprechende Feld. Bei diesem Test sind es 2 Tropfen Material auf und warten ab, bis das Material innerhalb des Ablesefensters durchgelaufen ist und es sich zumindest eine Bande bei der Kontrolle eingestellt hat. In diesen Tests ist in jedem Fall eine Kontrollbande hier im Bereich C zu erwarten. Wenn diese nicht erscheint, ist der Test nicht valide und muss wiederholt werden. Im Ablesebereich des Nachweises des Coronavirus SARS-CoV-2, hier im Bereich T, kann sich unter Umständen eine nur sehr schwache Bande einstellen. Auch diese ist als positiv zu werten. Das Ablesen des Antigen-Schnelltestes erfolgt in jedem Fall nach 15 Minuten. Spätere Testergebnisse, die angezeigt werden, sind nicht verlässlich. In diesem Fall sehen wir einen negativen Test, der valide ist. Das heißt, wir sehen nur die eine Bande, die uns die korrekte Testdurchführung bestätigt. Eingeblendet sehen Sie nun typische Beispiele eines negativen, eines positiven und eines schwach positiven Antigen-Schnelltests für das SARS-CoV-2-Coronavirus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.